So. Dann wollen wir mal wieder zur Quest. Warte mal. Ich werde zurzeit nicht gesucht. Okay, gut. Man muss hier schon aufpassen, dass man hier niemanden umfährt. Ja, Mann. Check mal meine Riffs, Alter. Ich nicht einer meiner seltsamsten Gigs. Der Typ ist geil. So, dann machen wir hier eben die Quest. Ein Typ, der einen anderen Typen kennt. Wenn wir an dem Turnier teilnehmen möchten, müssen wir über die Brücke. Das ist der einzige Weg in die Hauptstadt. Und wie willst du das anstellen? Nur der Adel kann über diese Brücke passieren. Ich kenne einen Typen. Er ist wie ein Hexer. Er kann jedes Dokument fälschen. Auch das Zertifikat des Adelsstands. Mit solch einem Wisch könnten wir auf die andere Seite gelangen und das Turnier gewinnen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir dabei keinen Scheiß bauen werden. Ach, halt die Klappe, Klugscheißer. Bin einfach John. Der Typ ist Bade. Er nimmt dich mit zum Fälscher. Und nimm dein Schwert mit. Und vielleicht auch den Schild. Ich habe so eine Vorahnung, dass du sie in Begleitung von John gebrauchen könntest. Okay. Das könnte interessant werden. So. Dann suchen wir mal den Baden John. Ah, wir sind wieder in der Stadt. Warte mal. Ist das hier vielleicht die Hauptstadt oder wie? Da müssen wir hin. Aber ich würde vorher vielleicht nochmal hier hingehen. Kann man irgendwie markieren? Nö. Damit wir unser Leben mal ein bisschen aufladen. Ein bisschen voller kriegen. Da vorne gibt es ja... Warte mal, hier war es. Da vorne gibt es ja immer irgendwie so einen Kuchen oder sowas, was man essen kann. Ne, hier kommt man nicht durch. So, suchen wir das mal. Ups, hier. Ja, da ist der Kuchen wieder. So. Hab die falsche Taste gedrückt. 40% Lebenspunkte wiederhergestellt. Nice. Dann würde ich sagen, können wir jetzt los zum Baden. Und los. Drücke E, um Pastete für 5 Gold zu kaufen. Ja, komm. Ist das der Bade? Imogen, there's no heaven. Was sind das denn für Idee? Du Ketzer. Halte rechte Maustaste gedrückt, um die Schläge des Gegners abzuwehren. Das war ein recht hicks schwieriges Publikum. Und ihr, mein Herr, ein Autogramm? Ich möchte, dass du mich zum Fälscher bringst. Moment mal. Was ist der? Dieser Schwanzlutscher hat meine Frau angemacht. Huhu, ich gehe auf Tour. Und da haben wir noch einen. Verdammt, das ist definitiv nicht mein Tag. Und ich rette bereits zum zweiten Mal deinen Arsch. Stimmt, und deswegen nehme ich euch mit zum Fälscher. Natürlich gegen eine kleine Hicksgebühr. Gebühr? Soll ich dir da einen Stein in die Fresse rammen?
Hey, ich habe aber nicht um Hilfe gebeten. Außerdem muss man ja etwas essen und trinken. Uch, ich hasse dieses Lied. Oh, danke. Geld? Kniegold? Schlage den Baden oder F5, um das Lied anzuhören. Ey, hat eure Durchlauf da jemals etwas über Worte gehört? Wir sind sofort die Fäuste aktiviert, weil ich das so mag. Und nun gehen wir zum Fälscher. So, okay, ab zum Fälscher. Ist das hier? Zum Teufel. Das ist der Bade, der zuvor meine Leute Laute gestohlen hat. Schnappt ihn euch. Sag mir, gibt es in dieser Stadt überhaupt jemanden, der dich nicht schnappen möchte? Nun, in der Gegend müssten Steckbriefe aussehen. Lass uns sie alle abreißen. Ich wette, dass viele dieser Trottel uns dann sofort vergessen werden. Ah. Ach ne, jetzt haben wir wieder Kopfgeld. Toll. So, da vorne ist ein Steckbrief. Wo treibt sich der Bade rum? Ich kann ihn jetzt nicht aus den Augen verlieren. Oh. Nun entschuldige für die Pause. Wie ich bereits gesagt habe, ist das nicht mein bester Tag heute. Ich habe das Gefühl, dass du das jeden Tag sagst. Hm? So, was haben wir hier? Ich bin 50 Lebenspunkte wieder her. Nice. So, dann gehen wir mal dahin. Ne, nicht hier. Da lang. So. Wo treibt sich der Bade rum? Ich kann ihn jetzt nicht... Boah. Muss ich in seinem Tempo bleiben oder was? Reite zum Fälscher. Ich meine es ernst. Geil, wie die Quests auch hier angezeigt werden. Warte, wo ist er überhaupt? Da hinten. Ja, wir sind ja auch schon gleich da. Okay. So. Was ist das? Ah, das ist der Fälscher. Aha, mich stimmt, dass ein recht gut informierter Mensch von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen will. Wie kann ich helfen? Ich brauche eine Bestätigung des Adelsstands. Ich helfe Ihnen gerne bei diesem Projekt, mein Herr. Und das für läppische 5000 Stück Gold. 5000, soweit kann ich gar nicht zahlen. Die Kunst ist immer eine Investition, mein Herr. Aber wie ich sehe, sind Sie ein cleverer und scharfsinniger Mensch. Ihr schafft das schon. Woher zum Teufel soll ich 5000 Gold hernehmen? Habt ihr jemals, oh Herr, vom Gerüchtehändler gehört? Vielleicht hat er einen Rat. Ah, oder auch der Priester, so sagt man. Sucht jemanden für ein paar bezahlte Aufträge. Und letztlich bleibt auch noch der Geldverleiher gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass er einen Job hat. Ich glaube, diese Hicks heißen Schluckauf, deswegen mache ich die mal jetzt nach oder vor. Quest abgeschlossen. So. Dann haben wir hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Nebenquests offen. Der hier scheint der nächste zu sein. Dann würde ich sagen, wir werden den hier mal machen. Und dann mal schauen, dass wir die 5000 Gold irgendwie organisiert kriegen. So. Oh. Hier wird Liebe gemacht, wie ich sehe. Hier auch. So, dann sind wir auch schon gleich da. Aus dem Weg. So, er muss da sein. Ah, hier. Und Pferdeverbotszone. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe mein Pferd für eine Sekunde aus den Augen verloren und die haben es sich sofort geschnappt. Wer? Diebe? Noch schlimmer, die Wächter. Sie haben es abgeschleppt, weil ich es in der Pferdeverbotszone gelassen habe. Verdammte Bastarde, hol mein Pferd zurück. Ich zahle mit Gold. Oh, Upgrade verfügbar. So, wir haben vier verfügbar.
So, was gibt es hier nochmal? Und der maximale Schaden wird um 5% vergrößert. Und dann haben wir, wenn wir den nehmen, auf 10%. Dann machen wir das. Hier brauchen wir 6. Hier dann wieder 6. Plot Armor, nächstes Level. Nach einem kritischen Angriff bleibt Guy mit einem Lebenspunkt zurück, statt zu sterben. Das ist auch nicht schlecht. Regeneration, der klingt auch schon geil. Muss ich jetzt erstmal überlegen, wie spricht man das aus? Stellt pro Sekunde 1% der maximalen TP wieder her, maximal 30% der maximalen TP. Ah, das ist auch nice. Dann lassen wir lieber darauf sparen. Dann haben wir den hier fertig. Dann können wir auch hier, wie heißt das nochmal? Leben wieder regenerieren. Warte, wo müssen wir überhaupt hin? Ah, das wird ein Spaß. Mönchgesang auch nicht schlecht. So, da haben wir unseren Pferd. Einsteigen. So, dann müssen wir da lang. Aus dem Weg! Ich glaube, der ist draußen. So. Muss ich dahin? Stiehle das Pferd. Ich glaube, der ist wirklich hier. Aber dann würde ich vielleicht von hier. Ja, da ist es. Da haben wir wieder ein Schild und boah, da ist ein Hähnchen. Nice. Und schnell weg. Oh, zwei Fahndungsnummern da. Durchs Wasser auch noch. So, schnell weg. Wo ist nochmal Pimper Horse? Bemale das gestohlene Pferd. Ah, da hinten hin. Muss ich. Aua. Da ist Pimper Horse. Ja. Großartig. Da Sie unser tausendster Kunde sind, wird dies kostenlos sein. Herzlichen Glückwunsch. Da fällt mir nichts zu ein, was ich sagen kann, ey. Tausendster Kunde. So. Ja. Dann ganz normal wieder da hoch. Und dann mal schauen, was wir dafür bekommen, verdienen. Jetzt links rein. Und wieder rechts. Da. Da ist meine Plötze. Aber was ist passiert? Warum zum Teufel ist es so gefärbt? Also fährt wirklich Plötze? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Weißt du was? Da hast du verdammt nochmal recht. Hier ist dein Gold. Quest abgeschlossen. Ach, hier können wir noch eine Quest machen. Nice. Begleiche stets deine Schulden. Junge, ich will, dass ein paar Notfallkredite zurückgezahlt werden. Und zwar sofort. Diese drei Jungs haben ihre Frist schon längst überschritten. Finde sie und erteile ihnen eine Lektion. Aber töte sie nicht. Sie sind meine Stammkunden. Nee. Muss ich dann einen Stock machen, ne? Warte mal, ich will jetzt einmal wissen. Steuerung. G-Modus.
Tastenbelegung. Vorwärts, rückwärts, rechts, links, angreifen, Sprint, interagieren, besteigen, Karte, vorherige Waffe, nächste Waffe. Ah, mit Mausrad kann die Waffen wechseln. Okay. Rülpsen ist Tab, abbremsen, linke Alt-Taste, Dialog überspringen, treten, driften, Leertaste, Musik ändern, F5, Musik ändern. Fähigkeiten K, schnelles Laden, umgekehrt aufsteigen, am Bildschirm orientiertes Pferd reiten, ah, okay. Drehung des Pferdes um 180 Grad mit Q. Okay, dann zurück. Warte mal. Hier haben wir Schwert, Armbrust, Hacke, Faust. Ja, dann... Wieso kam ich nicht darauf, dass man mit Mausrad hier Waffe wechselt? So, da müssen wir hin. Oder warte, wo sind die? Außerhalb der Stadt. Das ist gut, dann klauen wir mal irgendwo ein Pferd. Wir nehmen den hier. Hallo Officer. Hat er nichts gesehen. Aber das Spiel ist schon geil. Macht bisher Laune. Auf jeden Fall. Klar, Steuerung ist für mich erstmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hast du nicht gesehen? Hat niemand gesehen? So. Nein, nicht Schwert. Auch nicht die Armbrust. Die Faust. Ich habe gehört, dass du deine Schulden nicht beglichen hast. Was? Welche Schulden? Lass mich dir auf die Sprünge helfen. Hä? Achso. Oh. Ist das alles, was du kannst? Ja, ich meine, oh nein, dieser Schmerz. Es ist unerträglich. Plage mich härter. Härter! Das war eine wirklich gute Tracht, Pudi. Hier, nimm das Geld. Du hast es verdient, Schätzchen. Sammle das Geld von den Schultern ein, Schätzchen. Ey, das Spiel ist ja richtig geil. Verarsch mich auch von. Aber ich finde das geil. So, dann diesen Weg. Ab zum nächsten. Sammelt das Geld von den Schulden dann ein, Schätzchen. Das ist schon richtig, richtig geil gemacht. Du kannst keine Gegenstände aufheben, während du ein Pferd reitest. Achso. Wollte schon sagen. Wo ist der nächste? Da vorne. Ja, dann lass mal darum. Und alle hopp. So, da ist der nächste. Ey, du! Oh Mist, tut mir leid, aber ich bin zu spät für die Postkutsche. Gib mir das Geld. Ja, jetzt muss ich schnell. Stoppe den Schuldner. Fehlgeschlagen, der Schuldner liegt weg. Nee. Kontrollpunkt neu laden. Oh, das war jetzt doof. So, oh, das war eine wirklich gute Tracht. Prügel, hier nimm das Geld. Ja, ja. So, da haben wir unser Pferd. Boah, das war jetzt doof, dass fehlgeschlagen ist. Das hat mir jetzt 200 Gold gekostet, oder wie? So. Machen wir nochmal Radio ändern. F5 war das, glaube ich. Ne, irgendwie nicht. Okay, anscheinend läuft da doch keine Musik. Oder doch?
Ey, du! Oh, es tut mir leid, aber ich bin zu spät für die Postkutsche. Gib mir das Geld. So. Stoppe den Schuldner. Wie mache ich das? Ey, was? Geld? Ist das nur das Geld, das du willst? Scheiße, ich dachte, meine Frau hat dich geschickt. Klar, nimm es. Puh. Okay. Na, warte mal. Wo ist der letzte? In der Stadt. Dann drehen wir hier einmal und los. Ah, in der doch, in der Stadt können wir doch schneller reiten. Okay. So. Nächste müssen wir jetzt links. Dann wieder links. Oder hier vielleicht sogar rein. Aus dem Weg. So. Ui, du da, wirf mir deine Handtasche zu, Ladyboy. Na, wirf du mir deine zu, Schatz. Ja, willst du um mein Pferd herumboxen oder wie? Komm. Komm. Oh Mann, okay, chill out. Hier ist mein Geld. So. Kehre zum Geldverleiher zurück. Panzerpferd. Dum 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 dum. Hier ist dein Gold. Weißt du was? Behalt es. Es ging nicht um das Geld, sondern darum, eine Nachricht zu senden. Nice. Können wir das Geld behalten? Quest abgeschlossen. Und wieder ein Upgrade verfügbar. Wie viel haben wir? 2. Distanz. Geil, lädt die Armbrust um 10% schneller nach. Oh, die brauchen wir auf jeden Fall, weil das letzte Mal, da hatte Guy richtig Schwierigkeiten mit der Armbrust. Hat ewig gedauert, bis der das links. Notfallplan. In letzter Zeit ist mein Leben echt heftig. Ich sollte wohl über einen alternativen Lebensstil nachdenken. So. Ich brauche deine Hilfe bei der Suche nach meinem alten Notfallplan. Es ist eine Truhe, die ich vor langer Zeit vergraben habe. Ich war vielleicht ein bisschen betrunken und habe vergessen, die genaue Stelle mit einem Stein oder so zu markieren. Aber ich erinnere mich an das Feld. Okay. Steige auf den Flugwagen. Wo ist denn der Flugwagen? Da hinten. Dann steigen wir erstmal auf unser Pferd. Auf Panzerpferd. Und los. So, und dann ist hier der Ausgang. Ah, da sitzt. Aber es ist jetzt nicht gestohlen, wenn ich jetzt draufsteige, oder? Füge das Feld. So. Und suche nach dem Schatz.
Dann machen wir mal so. Ist vollkommen egal, wie wir es flügen. Hauptsache, wir finden das irgendwo. Ey, was machst du denn da? Das ist unser Feld. Ja, ja, gib mir nur 5 Minuten. Verpiss dich! Hier ist es, ich muss nur noch einen Wagen holen, um es zu transportieren. So, und die wollen jetzt aufs Maul oder was? Nee, ich will. Kommt her. Wer will zuerst aufs Maul? Und komm her. So. Da haben wir einen Wagen. Nice. Was zum Teufel machst du da? Steige sofort aus meinem, aus unserem Wagen aus. Nö, ich leih's nur aus. Herrgott, warum seid ihr alle so gestresst? Bleibt mal locker. Das ist eine verdammt schwere Tour. So, dann ganz entspannt wieder da hoch. Haben keinen Stress mit niemandem gerade. Warum läuft der? Oh. Die machen es aber kompliziert hier, ey. So, dann hier nochmal nach links und dann gleich wieder rechts. Hallo Officer. Und da rein. Du hast sie gefunden, Großartig. Du hast vielleicht gerade mein Leben gerettet. Und mein Leben ist genau 400 Goldmünzen wert. Multilevel-Grobheit. Nice. Quest abgeschlossen. Was ist das jetzt? Zocker und Söhne. Ehrliche Kredite. Drücke E, um diesen Speicherpunkt zu kaufen. 1000 Gold. Was stand da noch? Passives Einkommen 300 die Stunde. Wir haben 1600 Gold. Nice. Nice, wir haben jetzt... Moment. Yo, das feiere ich gerade übelst. Und wir machen jetzt mal den hier. Dann können wir jetzt auch ein bisschen Leben aufladen. Regenerieren, wenn das ein bisschen zu niedrig ist. Und machen den hier jetzt. Wein und Blut. Vielleicht können wir das auch noch später kaufen. So, bist du bereit, Gottes Werk zu tun? Solange er im Gold und nicht im Himmel zurückzahlt? Siehst du, Gott möchte das Wasser in diesen Fässern in Wein verwandeln. Es gibt einen Ort, an dem solche Wunder geschehen können. Okay. Muss ich... bring den Wagen zum Laden. Jo, alles klar. Pack den Wagen im Ladenbereich. So, okay. Wo muss ich überhaupt hin? Warte mal. Ach, nach da. Außerhalb der Stadt. Okay. Ach, nee. Ey, es war keine Absicht, ja? Nein! Nein! Kontrollpunkt neu laden. Thank you.
from a baboon's ball.